Willkommen zu einer neuen Folge Mortal Kombat 9. Wir spielen nämlich heute nicht Mortal Kombat 10, sondern wir spielen den Teil aus dem Jahre 2011. So eine kleine Reise in die Vergangenheit, was sich denn alles so geändert hat in den letzten 4 Jahren bei Mortal Kombat. Und wir spielen heute eine DLC-Charakterin, und zwar Scarlett. Denn Scarlett sieht nicht nur verdammt gut aus, sie ist auch verdammt krass unterwegs. So, legen wir los. Natürlich ganz oben Shao Kahn, der König der Leiter, und wir müssen jetzt direkt hier gegen Jade kämpfen. This will be easy. Round 1. Fight. Ja, und genau so müssen Frauen aussehen in Mortal Kombat. Modelfigur mit riesigen Brüsten und einem geilen Arsch. Und ich muss sagen, Scarlett sieht wirklich am besten aus. Also Scarlett haben sie so verdammt cool hinbekommen. Die Steuerung ist natürlich ein bisschen anders. Deutlich langsamer und träger. Uppercut ist hier noch stärker als in Mortal Kombat 10, wie ich finde. Ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir die Grafik immer noch ganz gut. Also ich finde, das kann man sich immer noch geben. Klar, der neue Teil sieht deutlich besser aus. Neue Konsolengeneration. Natürlich ein paar Jahre Unterschied. Wäre ja enttäuschend, wenn der neue Teil genauso aussehen würde wie der letzte. Bam! Das war ein Downcut, Baby. Und das war ein Uppercut. Und das war Blut, denn Scarlett ist eine Frau, die sich zerlegen kann. Und die wurde auch hier erfunden, kreiert, wo Melina zum Beispiel kreiert wurde. Und Scarlett hat wirklich eine sehr interessante Geschichte. Und zwar ist sie ein sogenannter Glitch-Charakter. Eher so ein Mythos aus Mortal Kombat 2, ähnlich wie Ermac. Ermac war, soweit ich weiß, auch ein Glitch-Charakter. So, der erste Fatality. Bekomme ich ihn hin? Bin natürlich ein bisschen eingerostet und bekomme ihn nicht hin. Wir werden sie aber beide sehen, keine Sorge. Das war erstmal hier die Aufwärmrunde. Die ersten Gegner sind auch ziemlich locker, aber dann zieht's brutal an. For the Shaolin. Round 1. Fight. Mann mit Hut tut niemand gut. X-Rays gibt es ja auch in Mortal Kombat 9. Die wurden hier in dem Teil eingeführt. Ich glaube, Scarlett war der Glitch-Charakter von Kitana. Soweit ich weiß. Ui. Oh, Uppercuts of Doom. Lass mir einen schönen Tritt in die Fresse rein. Alles klar, der kann was schleudern. Man sieht es schon, der zweite Charakter kann mehr als der Charakter davor. Und ich bin absolut aus der Übung. Bams! Was mir hier auch ein bisschen besser gefällt als im neuen Teil, ich finde, es ist blutiger. Es ist wirklich blutiger, weil die Verletzung, die sieht man deutlich. Das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen. Das vermisse ich so ein bisschen im neuen Teil. Weil im neuen Teil sieht man zwar auch Wunden und Schrammen und dass vielleicht ein bisschen die Kleidung zerrissen wird. Aber hier sieht es deutlich besser aus. Allein ihr, ich nenne es mal Bikini, ja, der ist ja wirklich schon halb durch. Wäre schön, wenn er ganz durch wäre. Da kommt der perverse Gamer in einem raus. Hier in Mortal Kombat 9. Besonders, wenn man Scarlett spielt. Bam! Hier sehen wir mal den X-Ray. Nase ins Gehirn geschoben. Und dann noch hier mit den High Heels Auge rausgetreten. So muss das, nicht wahr? Kung Lao. Warte mal. Das ist der Uppercut, aber wie kann ich schießen? Moment, die kann doch schießen. Genau so. So geht das Schießen. So, aber jetzt bitte. Also. Gibt's nicht. Yes! Der erste Fatality. Ist ein bisschen schwierig. Oh, sein Auge. Das meine ich. Die Schadensmodelle sind so gut. Die sind wirklich so gut gemacht hier in Mortal Kombat 9. Fatality. Okay, der hier war ein bisschen lahm, aber der andere ist deutlich geiler. Aber trotzdem, Scarlett, das sieht alles gut aus. Die Blutdusche, natürlich. Rain. Ja.
Und genau so muss Rain aussehen. Also der neue Rain gefällt mir gar nicht aus Mortal Kombat 10. Viel rumgespringe, wenig dahinter. Bams! Ah, der Schuss ist gut. Der Schuss ist wirklich sehr, sehr gut. Also mir gefällt die Grafik immer noch gut. Auch wenn es ja gerade ein bisschen ruckelt, die PC-Version. Keine Ahnung warum. Liegt aber an der Aufnahme. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu schlimm und ruiniert mir die Aufnahme. Aber irgendwie verträgt sich Fraps nicht ganz so gut mit Mortal Kombat 9 auf dem PC. Und ich habe die DLC-Charaktere nur auf dem PC leider. Damals, als ich das Hauptspiel Let's Played habe, die Story, da habe ich die Xbox 360-Version Let's Played. Ja, es ruckelt ein bisschen. Ich hoffe, das pendelt sich wieder ein. Aber es ist nur ab und zu so. Egal, der X-Ray. Ruinieren wir mal hier Rain sein Auge. Aber das Kostüm sieht deutlich besser aus als das neue. Das neue geht gar nicht. Das sieht aus wie so ein schwuler Prinz. Das Blocken ist auch viel heftiger hier. Weil du kannst hier wirklich komplett zumachen. Also wenn du hier blockst, ist alles dicht. Blocken, Uppercuts. Das war ganz groß hier in Mortal Kombat 9. Oh, was ist das hier? Säurewasser? Ach, komm schon, der pinkelt mich an. Irgend so ein Fetisch. Na, Mist. Yes, der zweite Fatality. Alter, wie krank. Also den hier finde ich richtig krank. Der gefällt mir sehr gut. Auch extrem sexy, oder? Eingeweide und Blutdusche. Oh, Scarlett, warum turnt mich das an? Ich glaube, ich muss mir Sorgen machen. Ja, ich glaube, ich brauche eine Therapie. Aber jeder muss doch Scarlett lieben. Nightwolf. Ancestors, give me strength. Round one. Fight. Alles klar, der alte Indianer macht den ersten Schlag. Doch wir werfen hier unsere coolen Blutklingen. Bams. Oh, der war gut. Ah, so geht der. Ganz vergessen. Schon ewig nicht mehr gespielt, Scarlett. Ich glaube, die Leiter von ihr habe ich noch nie durchgespielt. Also ich weiß gar nicht, was am Ende für eine Story kommt. Ist für mich absolut neu. Bams. Aber sie ist gut. Also sie ist wirklich ein cooler Charakter, wie ich finde. Und was ja auch ziemlich geil war bei Mortal Kombat 9, waren die Stage Fatalities. Denn die wurden ja irgendwie komplett gestrichen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil einige davon sind wirklich verdammt cool. Mal sehen, ob ich jetzt direkt einen hinbekomme. Ich versuch's mal. Also in der nächsten Folge werde ich mal hier ein bisschen gucken, warum das so ein bisschen ruckelt. Es tut mir wirklich unheimlich leid. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber ich werde mal schauen, ob ich dagegen irgendwas machen kann. Was meine ich? Das Blocken war so mies. Blocken und Uppercuts waren wirklich ziemlich extrem hier in Mortal Kombat 9. Komm schon, Nightwolf. Hey, ich bin eine Dame, ja? Übertreibt mal hier nicht. Oh, ich glaube, ich bin erledigt. Und die Gegner machen deutlich mehr X-Rays. Ich meine, wie häufig siehst du ein X-Ray in Mortal Kombat 10 bei den Gegnern? Ich glaube, auf Mittel so gut wie gar nicht. Bam! Yes, ich hab's noch gerade gebogen. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass wir das hinbekommen. Irgendwann Stage Fatality hin. Ich versuch's. Yes, das ist er. Und ich finde, das ist ein richtiger Fatality. Ich weiß nicht, ich find's cool. Also ich persönlich vermisse extrem die Stage Fatalities. Weil es ist wirklich ein richtiger Fatality. Den jeder machen kann. Also schon irgendwie fehlt. Fehlt im 10. Teil.
Und hier sieht Scorpion so verdammt geil aus. Also das hier ist wirklich der Shit. Ich glaube, hier mache ich auch nochmal ein Stage Fatality. Obwohl, ein Blutbad würde mich auch irgendwie antören. Boah, kommt der hier von hinten angedödelt. Mies, Alter, mies. Ah, Scorpion ist ziemlich stark unterwegs. Und wie gesagt, hier die Schadensmodelle, die sehen so gut aus. Friss mein Regelblut! Er gewinnt, er gewinnt. Keine Chance. Und besonders geil finde ich auch das Arena-Design. Also das hier unten, diese Höllenschmiede, die ist so geil geworden. Ich finde allgemein, Mortal Kombat 9 hat einen ernsteren Klang. Ja, es ist ein bisschen roher, brutaler. Klar, die Grafik ist nicht so gut. Die Gewalt kann hier nicht so geil dargestellt werden wie im 10. Aber irgendwie so die ganze Thematik. Also mir persönlich gefällt es nicht ganz so gut, dass jetzt auf einmal jeder irgendwie einen Teenager hat. Ja, ich meine, Cassie Cage, klar, sieht gut aus. Ist schon irgendwie cool drauf. Aber Takeda und Kung Jin und so, Jackie Briggs, ist mir ein bisschen zu Teenager-mäßig. Und es gibt noch mehr Söhne und Töchter, also ich habe noch gar nicht alle erwähnt. Einige, die bekommt man erst durch die Storyleiter mit. Also auch die Bösen haben Nachwuchs bekommen. Und so viel kann ich schon mal verraten. Und hier sieht man es wieder, die Schadensmodelle, das ist so cool. Mein Scorpion sieht richtig mitgenommen aus. Besonders die Kleidung von ihm. Autsch. Also ich muss unbedingt was gegen dieses Ruckeln machen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich werde mich drum kümmern in der nächsten Folge, wenn es eine nächste Folge geben sollte. Wahrscheinlich werden eh wieder alle heulen. Spiel doch lieber den 10. Teil. Altes Scheißspiel hier. Ich brauche meine Teenager-Charaktere. Oh, jetzt wird's eng. Alles klar, der war gut. Nein! Oh, ho, ho, ho. Oh Gott sei Dank, ich hab's noch hinbekommen. So! Und wir machen mit ihm hier die Blutdusche. Scorpion hat's verdient. Das sieht so geil aus. Ah, sie liebt es. Sie liebt es. Und wir lieben es auch, weil sie es liebt. Obwohl ich mir hier wirklich sehr, sehr gerne den Stage Fatality reingezogen hätte. Ich glaube, der wäre geil gewesen. Jax. Gegner Nummer 6. Bring it. Round 1. Fight! Jax, harter Gegner. Sehr harter Gegner, so wie ich ihn kenne, weil er ziemlich viele Packer- und Konterangriffe. Der alte Grappler. Alles klar, hier von unten, von oben. Zack! Das war schönes Gesicht geben, Mike Tyson. Ja, den hier machen wir mit Uppercuts rund. Und der X-Ray geht natürlich durch. Jax, mit dir habe ich was ganz Besonderes vor. Auch eine Sache, die leider in Mortal Kombat 10 nicht mehr vorhanden ist. Wenn ich es hinbekomme. Wenn ich es hinbekomme, denn die Dinge sind auch nicht so einfach. Die meisten wissen wahrscheinlich, was ich meine. Diesen Angriff, genau diesen Angriff hasse ich. So, was du kannst, kann ich auch. Hier leidet man wirklich richtig mit den Charakteren mit, weil sie sehen so verstümmelt aus. Man sieht es ja hier. Ich glaube, ich kann ein bisschen was von seinem Gehirn sehen. Nein, er macht seinen X-Ray. Er macht seinen X-Ray. Ich lasse es blocken los. Er macht seinen X-Ray. Und genau diesen Angriff. Genau diesen Angriff meine ich. Du kannst nichts machen.
Du kannst nichts machen, wenn er diesen Griff macht. Keine Chance. Gott, sind wir beide blutverschmiert. Ich meine, bei mir ist es wahrscheinlich angenehm. Scarlet steht auf sowas. Bams, verwirrt, ha? Was geil wäre, wenn die Klingen noch stecken bleiben würden. Das wäre richtig schön. Und bam! Aber noch habe ich das Ding nicht gewonnen. So. Er blockt natürlich. War klar. Alles klar. Bekomme ich es hin? Ich weiß es nicht. Ich versuch's. Yes! Die Dinger sind so cool, oder? Oh. Oh. Ist er traurig. Der arme Kleine. Round one. Fight. Als nächstes Cyrax erinnert natürlich sehr stark an Predator, finde ich. So ein bisschen vom Design, elektronischer Predator. Und da hinten ist irgendwo seine Granate, die extrem nervig ist. Alles klar, Uppercuts und Downcuts. Und ich muss wirklich anfangen zu blocken, weil die Gegner blocken auch verdammt gut. Der X-Ray geht noch durch. Ich dachte schon, er würde daneben gehen. Und ich kann sagen, Cyrax hat wirklich eine der geilsten Fatalities in der Geschichte von Mortal Kombat. Also den muss man wirklich gesehen haben. Der ist extrem cool. Gibt es nicht. Komm schon. Nicht schlecht. So, gar nicht erst hier auf die Beine kommen lassen. Greift mich natürlich in der Luft. Kontergriff. Ah, Cyrax finde ich cool. Schade, dass die auch halt gar nicht mehr vorkommen jetzt im 10. Aber man kann auch nicht jeden einbauen, oder? Na, eigentlich schon. Eigentlich könnte man es schon. Es gab ja was Armageddon, wo jeder dabei war. Jeder, auch noch so unbekannte Charakter, hatte seine Rolle in dem Part. Ich weiß gar nicht, kann man mit dem hier auch eine... Oh shit, Blutdusche machen! Boah, war das knapp. Das war richtig, richtig knapp. Und wir versuchen mal den hier. Mal sehen, wie der aussieht bei ihm hier. Ja, es kommt halt kein richtiges Blut raus. Aber Scarlet nimmt alles, was sie kriegen kann. Nom, 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Fatality. Schön hier mit dem Maschinenöl. Mahlzeit. Round one. Fight. Und jetzt Kintaro, der Mann, der sich anhört wie eine Anime-Figur. Mann, die Bestie. Und er hat den enormen Vorteil, genauso wie Goro, dass er einfach unblockbar ist. Der einzige Vorteil, den wir haben, Brüste. Ziemlich große Brüste, die irritieren auch ein Katzenvieh. Alles klar. Wir sind halt schneller als er. Das ist der einzige Vorteil. Aber wenn der uns mal richtig... Ja, hier, eben gesehen... Der Uppercut ignoriert und da kommt sein X-Ray. Da bricht ihm mir mal einfach die Rippen. Zertrümmert mir den Schädel. Und haut mir noch mal eine rein. What? 53? Meiner macht lächerliche 20% und seiner macht 53% Schaden. Du bist halbtot bei seinem X-Ray. Hier, friss meine Tampons. Meine Tamponklinge. Eine Mischung aus Blut und Cherokee-Haar. So. Ja, meiner macht 20%, soweit ich weiß. Klar, der sieht zwar extrem erotisch aus, aber 53% ist halt eine Nummer. Kann man nicht anders sagen.
Uff. Kein Fatality. Schade. Schau, Khan, das war noch ein Mann. Das war noch ein Khan. Aber er ist auch extrem krass unterwegs. Ich glaube, man kann ihn auch nicht blocken. Also diese Hammerangriffe, vergiss es. Wenn du blockst, bekommst du wahrscheinlich noch irgendwelchen Bonusschaden hinterher. Lass es einfach gut sein. Du kannst ihn auch nicht greifen, er ist zu dick. Das Einzige, was dir so ein bisschen eine Chance gibt, ist sein Ego. Ja, das ist das Einzige, was dich so ein bisschen retten kann, weil er dauernd irgendwelche Posen macht. Wie krass ist das denn, bitteschön? Ich meine, selbst mein X-Ray macht keine 20% mehr, sondern nur noch jämmerliche 14. Und er ist noch voll fit. Klar, ein bisschen die Maske ist angeknackst, aber sonst, dem Mann geht's gut. Dem Mann geht's richtig gut. Ey, ich komme hier nicht mal raus. Du müsstest, glaube ich, für sowas einen Breaker machen. Selbst mit dem X-Ray kriege ich das nicht hin. 5%. Komm schon, X-Ray. Mach deine 10%. Naja, es sind wenigstens 14. Knallharter Ficker. Knallharter Ficker. Round one. Fight. Ja, der Mann ist wirklich... Der ist eine Marke. Der ist eine Marke. Okay, blocken geht nicht. Also muss ich mich irgendwie immer wieder rauswinden. Wenn er lacht, muss ich Abercutten. Weil Abercut immer noch das Beste ist. Dein Ego ist dein einziger Schwachpunkt, ne? Trotzdem, die Runde hier verliere ich. Dieser Hammer, dieser Dreckshammer. Das meine ich. Dieser Hammer. Er geht durch alles. Round two. Fight. So, er wurde geuppercuttet. Und ich bin gestunt. Er stunt auch noch. Dieser Hammer stunt. Ich bin nicht mortal. Ich bin eine Pfütze. Ich bin die weibliche Variante von Raiden. Ich meine Rain. So. Der lächerliche X-Ray. Stiefelchen ins Auge. Shut up. Oh, wow, wow, wow. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Muss. Shao Kahn. Bashen. Komm schon. Oh, yes. Yes. Aber es bedeutet gar nichts. Nur weil ich ihn einmal hier gebasht habe, heißt das nicht, dass ich Runde 3 auch gewinne. 7%. Dieser Hammer, dieser Dreckshammer. Ich muss hier uppercutten. Ich sehe hier bis jetzt keinen besseren Weg. Ich mache immer wieder denselben Fehler mit seinem Rotzhammer.
Bitte lach mehr. Bitte sei ein fröhlicher Mann. Oh, wenn ich den X-Ray noch hinbekomme. Oh, 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 nein, nein, nein. Mist, Mist. Oh, hatte ich eben gerade Glück? Nein. Komm schon. Oh, yes. Fuck you, Khan. Fuck you. Quan Chi's sorcery, Scarlet attacked and destroyed Shao Kahn. As Quan Chi's magic subsided, she realized her unwitting role in his plot to bring ruin to Outworld. With Shao Kahn's blood splattered across her body, Scarlet absorbed his immense strength. She used this newfound power against Quan Chi. Brotherhood of Shadow Warriors raced to defend the sorcerer, but their blood only served to make Scarlet invincible. In a battle between sorcery and gore-fueled fighting power, she avenged her fallen master. Having served her purpose, Scarlet disappeared into the shadows, awaiting Shao Kahn's rebirth. So, das war Scarlet und ich muss sagen, es ist wirklich deutlich anstrengender, Mortal Kombat 9 zu spielen als Mortal Kombat 10. Ich finde Scarlet extrem cool, sie erinnert mich immer so ein bisschen an Rain aus Blood Rain und ja, vielleicht spiele ich noch ein bisschen mehr Mortal Kombat 9. Es gibt ein paar ziemlich krasse Fatalities, die sind eigentlich schon sehenswert und ich finde auch die Storys ganz witzig am Ende. Scarlet, ihre fand ich eigentlich auch ganz nice, besonders halt ihr Design ist extrem gut, also für Männer eine Augenweide. Wie immer, danke fürs Zusehen, lasst doch eine Bewertung da. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung zum Unterschied zwischen Mortal Kombat 9 und 10 in die Kommentare schreiben. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss!